Es war einmal vor langer, langer Zeit in... Ach was, den Rest kennen Sie ja. Das absolute Böse hatte, im fabulösen Vorgänger, die ganze Oberwelt mit seinen Kreaturen eingenommen. Nun verbrachte es seine Zeit mit ausschweifenden Partys und... Moment, die ganze Oberwelt? Nein! Ein von unbeugsamen Helden bevölkertes Dorf hörte nicht auf, den Eindringlingen Widerstand zu leisten. Das unamüsierte Böse war außer sich vor Wut. Doch dies alles sollte sich nun endgültig ändern, denn das Meer aus der Ferne lenkende Böse schickte seine bösartigste Generalin ins Feld. Die Dunkelelfe Talia. Talia, ebenfalls bekannt aus dem famosen Vorgänger, kam gut gelaunt aus ihrem Urlaub zurück. Zuvor hatte sie ihren Ziehvater, den Paladin Thanos, besiegt. Dieser Umstand ist wichtig zu erwähnen. Denn dieses letzte verbliebene Heldendorf wurde beschützt durch Tristan, Ziehsohn des Thanos und Talias Stiefbruder. Dieser stolze Krieger in seiner strahlenden, die stattliche Heldenbrust betonenden Rüstung war der letzte Hoffnungsschimmer für die Kräfte des Guten. Talia, die sich vollends der dunklen Seite verschrieben hatte, konnte es kaum erwarten, ihrem Stiefbruder ordentlich in den Hintern zu treten. Und so beginnt unsere Geschichte. Die letzten Verteidiger des Guten kämpften um ihr Überleben. Dies schien der perfekte Zeitpunkt für den Auftritt Tristans zu sein, des großen verbliebenen Helden der guten Völker. Meine Brüder, in euren Augen sehe ich dieselbe Furcht, die auch mich verzagen ließe. Der Tag mag kommen, da der Mut der Helden erlischt, da wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaft Bande bricht. Doch dieser Tag ist noch fern. Haltet Stand, Helden des Westens! Nach diesen bekannt klingenden Worten stürzte Tristan sich unter dem Jubel seiner Männer in die Schlacht. Die Helden des Guten hatten es geschafft, einige der bösartigen Kreaturen gefangen zu nehmen. Doch trotzdem war es mehr als fraglich, ob ein paar kleinere Siege und eine fulminante Rede etwas gegen die Armeen des absoluten Bösen ausrichten konnten. Ein Sturm der Dunkelheit und Schwärze zog herauf und kündigte die Ankunft von Talia, der Generalin des absoluten Bösen, an. Dieser Auftritt versetzte nicht nur die Verteidiger des Guten in Panik, sondern schien auch noch die Kreaturen des Bösen zu stärken. Ha, da bin ich wieder. Zeigt ein paar Helden, die Popöchen zu versohlen. Vorwärts, Kreaturen. Zeigt, was ihr könnt. Haut ihnen volles Pfund aufs Maul. Drescht ihnen ins Gesicht und holt mir vorsorglich schon mal mein Handbuch mit abgenutzten, drittklassigen Sprüchen. Ha, ha, ha. Oho.
Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das da drüben auch noch mein dämlicher Stiefbruder Tristan, der nur darauf wartet, dass ich seinen Kopf liebevoll auf einen Speer stecke. Ah, heute wird ein guter Tag. Talia schien sehr siegessicher zu sein. Manch einer könnte stutzig werden. War dies doch der Auftakt einer neuen, langen Kampagne. Aber gut, vielleicht bestehen die restlichen Missionen nur aus ausschweifenden Siegesfeiern. Wer weiß. Ha! Ein paar lächerliche Gegner? Ich werde euch massakrieren. Wenn ich mich daran erinnere, wie das gleich wieder funktioniert. Glücklicherweise übernahmen Talias Instinkte an dieser Stelle, unter vermeintlichen Pro-Gamern auch als Auto-Angriff bekannt. Talia erinnerte sich nebenbei daran, dass sie auch noch über ein paar Fähigkeiten verfügte, die sie nach Gutdünken aktivieren konnte. Ah, stimmt. Rums! So geht das. Hey, hat da jemand meine Untergebenen in Käfige gesperrt? Eine Schweinerei. Sowas darf nur ich. Zeit, die Dinger aufzusprengen, zu pulverisieren, zu atomisieren. Talias mächtiger Sturm stand ihr ein weiteres Mal zur Verfügung. Ihr habt einen Käfig zerstört. Talia hatte alle Kreaturen befreit. Um ihrem Stiefbruder in nichts nachzustehen, hielt sie ebenso wie dieser eine fulminante Rede. Rede? Ja klar. Kreaturen! Zeit, den Gutmenschen aufs Maul zu hauen! Vorwärts! Schlagt ihnen ins Gesicht! Tretet ihnen gegen das Schienbein! Macht die Schnallen ihrer Hosen kaputt, damit sie ihnen nach unten rutschen! Ja, sehr inspirierend. Hasta la vista, Heldenfutzi. Talia hatte das Zentrum der Schlacht erreicht. Mit einer weiteren fulminanten Rede stachelte sie ihre Kreaturen noch einmal an. Noch eine Rede? Hä? Ding Dong, der Held ist tot. Reicht das schon? Ehrlich, ich weiß nicht, ob ich so mit dir arbeiten kann. Nach Talias Worten stießen die Kreaturen vorwärts und strömten zu ihrer sprachlich unterkomplexen Anführerin. Oder das hätten sie gerne getan, doch die Verteidigungen der linken und rechten Flanke machten ein Vorankommen unmöglich. Talia musste diese vernichten, um weitere Unterstützung zu erhalten. Die Verteidigungsflanke der Helden konnte den Kreaturen des durchbrechenden Bösen nicht länger standhalten. Zack, bumm! Helden tot! Die Verteidigung der Helden der rechten Flanke brach zusammen. Die Kreaturen
Kreaturen des garstigen Bösen strömten zu Talia. Ausgezeichnet! Mehr Kanonenfutter. Ich meine, loyale Untergebene kann man immer gebrauchen. Schwester, du wagst es, dich hier blicken zu lassen, nachdem du unseren Ziehvater getötet hast? Ja? Ist das eine Fangfrage? Du siehst doch, dass ich hier bin. Thanos hat sein Ende verdient. Und ich dachte mir, wie der Vater, so der Sohn. Du wirst deine Taten büßen, Schwester. Das Licht wird mich schützen. Schwester, wende dich ab vom Bösen und komm zurück auf die Seite des Guten. Sieh die Macht des Lichts. Mit diesen Worten wurde Tristan in goldenes Licht getaucht, das ihn zu schützen schien. Als wäre dies nicht anstrengend genug, öffneten sich zugleich einige magische Portale. Als wenn sich das hier nicht schon viel zu lange zieht. Können wir nicht einfach direkt zu dem Punkt springen, wo ich gierig die Weltherrschaft an mich reiße? Vorwärts, Kreaturen! Haut die Portale kaputt! Macht das magische Gedöns platt! Zieht den Stecker! Meine Brüder, in euren Augen sehe ich dieselbe Furcht, die auch mich verzagen ließe. Der Tag mag kommen, da der Mut der Helden erlischt, da wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaft Bande bricht. Doch dieser Tag ist noch fern. Haltet stand, Helden des Westens! Hast du den gleichen Blödsinn nicht vorhin schon mal gesagt? Mit genau den gleichen Worten? Nein, von wegen! Ich bin bekannt für meine fulminanten Reden, bösartige Stiefschwester! Ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir damals einen Mob holen mussten, als du vor der Klasse sprechen solltest. Das wirst du wissen. Vorwärts, Getreue! Vernichtet das Böse! Alle magischen Portale waren vernichtet worden und mit ihnen löste sich auch Tristans Schutzschild in Rauch auf. Ha, so mag ich das. Wo waren wir? Ach ja, ich war gerade dabei, meinem Stiefbruder in den Hintern zu treten. Schwester, so muss es nicht enden. Schließ dich mir an. Gemeinsam können wir die Welt noch retten. Kannst du nicht einfach sterben und uns diese Szenen zum Fremdschämen ersparen? Talia! Das hier ist noch nicht das Ende. Wir werden uns wiedersehen. Mit diesen Worten erschuf Tristan auf die Schnelle ein Portal und warf sich mit letzter Kraft hindurch. Hinter ihm schloss sich das Portal wieder. Verrat, Schiebung, Betrug! Das hier sollte doch mein Sieg sein. Und überhaupt, was ist das für ein Handschuh, bitteschön? Es scheint mir so, als ob das Game Design vergessen hätte, das Ding vernünftig zu balancen. Vielleicht waren die Verantwortlichen noch zu sehr von deiner großartigen Ansprache in den Bann gezogen. Die hat mir auch die Tränen in die Augen getrieben. Allerdings nicht die der Rührung. Als wenn die Spatzenhirne der bösartigen Kreaturen hier große Reden bräuchten.
Ein paar Schädel zum Einschlagen und für das Abendprogramm ist gesorgt. Naja, jedem so, wie er mag. Doch offensichtlich war Tristan ein Missgeschick passiert, denn der sogenannte magische Handschuh lag noch an der Stelle, wo er zuletzt benutzt worden war. Scheinbar hatte er ihn versehentlich verloren. Ha, wunderbar. Das Ding ist genau das, was ich brauche. Sehr schick. Das greife ich mir doch gleich mal. Und so beginnt unsere Geschichte.